Willkommen zu einem Straight Loud Spezial, wieder mit Lars Sobirai, und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, nämlich den Host, der uploadet. Hallo Lars. Hallo. Was willst du uns denn heute erzählen? Ich bin darauf hingewiesen worden, dass in diversen Untergrundforen sich die Uploader darüber beschweren, dass ihre Accounts gesperrt worden sind. Das ging jetzt in den letzten Tagen los und ich habe jetzt gerade nochmal bei W Junction nachgeguckt. Das ist so das größte einschlägige Forum zum Thema Auszahlungssysteme für Uploader. Und da sind noch 3 oder 4 Seiten dazugekommen von Leuten, die sich darüber beschweren, dass ihre Accounts gesperrt wurden und dass sie auch keine Auszahlung mehr haben. Okay, das heißt, Accounts werden gesperrt. Mit welcher Begründung? Mit Urheberrechtsverletzungen, die begangen wurden. Welch Wunder auch. Und das ist die ganze Zeit nicht passiert. Das heißt also, die Uploader konnten die ganze Zeit bei Uploaded hochladen. Die Files werden ja wahrscheinlich gemeldet werden von den Rechteinhabern. Und Uploaded wusste ja dementsprechend eigentlich schon die ganze Zeit, dass sie User haben, die wahrscheinlich zu 90-100% urheberrechtlich geschütztes Material hochladen. Und bisher wahrscheinlich haben sie nichts gemacht. Oder wie war die Situation bisher? Doch, sie haben, wenn die Abuse-Mail reingekommen ist, im Notice-and-Takedown-Verfahren haben sie die Dateien gelöscht. Aber was den Rechteinhabern sicherlich fehlen wird, sind entsprechende Sanktionen gegen die Personen, die gleichen Werke nochmal hochgeladen haben. Und in der letzten gerichtlichen Instanz vor dem Landgericht München wurde im Januar diesen Jahres halt geurteilt, dass die Betreibergesellschaft, also die Zyando AG, nicht haftbar ist für das, was die Leute auf ihren Servern tun, also das, was hochgeladen wird. Allerdings hatten schon zu Ende des Verfahrens die Rechteinhaber, da hatten sich mehrere in einer Klage zusammengetan, das war Konstantin Film, Sony Music, GEMA und andere, die sich alle gemeinsam von einer Münchner Kanzlei vertreten lassen, und die hatten schon angekündigt, dass sie vor die nächste Instanz gehen wollen, um einfach, also vor dem Bundesgerichtshof, weil sie Schadensersatzforderungen stellen wollen, weil ihnen einfach diese Sanktionierung der Uploader fehlt. Also das heißt, die Zyando AG, die sitzt ja in Schweiz, wenn ich es richtig weiß, ja. Der Betreiber von Uploaded, die haben die Files zwar gelöscht, ja, wenn es eine Beschwerde gab, aber die User, also es gab ja User-Accounts, die Files hochgeladen haben, die hatten nichts zu befürchten die ganze Zeit. Richtig. Und die konnten die File dann im schlimmsten Fall nochmal hochladen, nochmal bereitstellen, und das hat das Spiel wieder von vorne angefangen. Ganz genau. Und hat sich jetzt rechtlich was geändert? Oder warum, wenn du jetzt sagst, sie haben eigentlich das Urteil, dass sie nicht haftbar sind, was ihre User machen, oder warum reagieren die jetzt so? Also die reagieren deswegen so, weil vor dem Bundesgerichtshof zu befürchten ist, dass sie wegen Mittäterschaft zivilrechtlich haftbar gemacht werden. Also es geht um Schadensersatzforderungen, die in sehr großem Umfang sein dürften. Die GEMA vertritt ja, wenn es um Musik geht, quasi alle Urheber in Deutschland. Und auffällig ist auch, dass vor allem Uploader von Filmen, also von Spielfilmen und von Musik und teilweise auch von E-Books, weil es sind auch Verlage an der Klage beteiligt, dass die von den Sperren betroffen sind. Und ich denke, das ist einfach eine Kalkulation, die überlegen, okay, was kommt uns jetzt teurer? Kommt uns die Klage wegen Mittäterschaft teurer, die wahrscheinlich im Herbst stattfinden wird? Den genauen Termin gibt es noch nicht. Oder ist es auf Dauer teurer, wenn wir unsere eigenen Uploader vergraulen? Weil du kannst dir natürlich vorstellen, was in den Untergrundforen los ist. Die Uploader sind natürlich nicht begeistert. Ihr Geld ist weg, ihre Accounts sind weg und so weiter und so fort. Also man muss ja sagen, dass Uploaded die ganze Zeit den Markt wieder ein bisschen geschafft hat zu monopolisieren. Man kann ja wirklich viel mittlerweile von Uploaded runterladen. Ja. Der Markt war ja mal aufgesplittet zwischenzeitlich, hat ja Uploaded wieder ziemliche Marktgewinne zu verzeichnen gehabt. Jetzt kommt mir die Geschichte ein bisschen bekannt vor, die erinnert mich so ein bisschen an Rapidshare. Ja,
Das ist auch sehr ähnlich, weil auch dort der Hauptsitz in der Schweiz war. Und die haben dann auch versucht, die haben dann im Grunde ihre Uploader verkrault, haben dann irgendwie versucht, so ein halblegales Geschäftsmodell aufzubauen und sind dann scheinbar letztendlich damit gescheitert und sind pleite gegangen. Also RapidShare hat versucht, die haben ja diese Rapid Games-Geschichte gemacht. Das waren spielbare Beta-Versionen von Spielen, also von PC-Games, die man sich bei RapidShare herunterladen konnte und wo man dann legal runterladen. Legal, konnte. Ne? Also mit einer Beta-Version, die war ja ganz offiziell von den Publishern herausgegeben worden. Und man hat dann halt RapidShare quasi als Online-Speicherplatz gebraucht und hat sich dann finanziell geeinigt, weil es war ja für die Unternehmen Werbung. Und im gleichen Maße hat man auch versucht, auf Veranstaltungen auf Plattenlabels zuzugehen. Aber da ist es einfach schwierig, wie will ich eine Beta von einem Musikalbum oder von einem Musikstück in Umlauf bringen, ohne dass es schon komplett weg ist, also ich es nicht mehr verkaufen kann. Und dann hatte RapidShare noch Deals, da waren auch Antiviren-Software, ist offiziell RapidShare vertrieben worden und die Computerbild hat auch mal was gemacht. Aber verglichen mit dem Geschäftsmodell und dem Umfang und natürlich auch den enormen Kosten, die damit verbunden sind, mit den ganzen Servern, das hat sich alles nicht mehr rentiert. Und deswegen hat RapidShare dann irgendwann auch gesagt, so, wir ziehen jetzt komplett die Stecker. Das heißt, die sind nicht erfolgreich in den legalen Markt reingekommen. Und bei Uploaded gibt es aber im Moment noch keine Anzeichen, dass sie ein ähnliches Modell versuchen, dass sie irgendwie versuchen, jetzt auf legal zu machen. Also mir ist nichts bekannt und ich halte es auch für ausgeschlossen, da irgendwie auf legaler Basis die bestehenden Kosten zu decken. Denn du darfst nicht vergessen, ich meine, das ist jetzt nur eine Schätzung, aber ich denke mal so, 95% der Dateien, die dort gespeichert sind, beinhalten Urheberrechtsverletzungen. Und damit verdienen die auch ihr Geld. Und damit verdienen sie auch ihr Geld und da bleibt einfach nicht viel übrig an Möglichkeiten, um mit legalen Mitteln Geld zu verdienen. Und das machen die bestimmt nicht gerne. Ich denke, sie haben einfach keine andere Wahl, weil sie werden im Herbst argumentieren müssen, ja, hier, seht her, wir haben wiederkehrende Urheberrechtsverletzer gesperrt, ihre Accounts sind weg und wir haben wirklich aktiv etwas dagegen getan. Und wie ich ja auch in meinem Artikel geschrieben habe, wenn ich an deren Stelle wäre, dann würde ich im Hintergrund einen neuen Sharehoster hochziehen, der allerdings nicht die Schweiz als Standort hat, sondern irgendwo Belize oder Südamerika oder Seychellen oder irgendwie etwas außerhalb der EU, weil ich glaube, die Zeiten der Sharehoster, die man innerhalb der EU betreiben kann, sind schlicht und ergreifend vorbei. Das geht nicht mehr. Das heißt, die müssten sich dann außerhalb des Rechtsraums von EU und USA einen Firmensitz suchen, könnten aber weiterhin ja Server dann in der EU betreiben. Richtig, genau. Ganz genau. Das nächste Problem ist einfach, aber das hat nichts mit Uploaded und auch nichts mit den Rechteinhabern zu tun, dass wir es ja in den letzten Monaten immer mehr, wenn es um den Fernsehkonsum, also Konsum von Fernsehserien oder Spielfilmen, wenn wir uns das anschauen, dass wir eine ziemliche Verschiebung in Richtung Streaming haben und es ganz viele Leute gibt, die brauchen gar nicht die Datei auf ihrer eigenen Festplatte. Denen reicht es, wenn sie sich den Film angucken und sie ihn dann nicht mehr wirklich physisch zur Verfügung haben. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, was es den Sharehostern zunehmend schwer macht, Geld zu verdienen. Wobei, wie ich auch in dem Artikel geschrieben habe, die haben, ich glaube, 15 Millionen registrierte Nutzer. Natürlich hat nicht jeder von denen auch einen Premium-Account, aber wenn man das mal grob hochschätzt, kommt da immer noch genug bei rum, aber ich denke, auf Dauer werden sie den Kampf gegen das juristische Betreiben der Rechteinhaber nicht gewinnen können. Gab es nicht ohnehin schon Gerüchte, dass Uploaded mehrere Filehoster sowieso betreibt, unter anderem Namen? Da bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Wer soll das sein? Ich hatte mal das Gerücht gehört, Uboom wäre vielleicht ein Ableger von Uploaded, aber hat auch nie richtig Beweise gesehen dafür. Ich denke, die werden sich in dem Bereich untereinander alle persönlich kennen. Aber inwieweit es da zusammen eine Zusammenarbeit gibt, kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht.
Okay, also wäre jetzt die Lösung für Uploaded, einfach neue Firma in Asien aufzumachen Genau, und und dann weiter wie bisher im Grunde. ja, und dann halt irgendwann alle wichtigen Partner wie Untergrundforen oder Blogs informieren, damit die umstellen, weil wenn man sich die Reaktionen der Uploader anguckt, die sind natürlich empört und raten jetzt dazu, hier weg von Uploaded, nutzt andere Dienste. Aber das Problem ist natürlich, so was ich gehört habe, sind die Erträge bei den anderen Sharehostern ja eher mager und deswegen haben ja so viele auch beuploadet, was hochgeladen. Okay, die Konkurrenz ist ja Share Online im Moment. Ja. Was ist denn im Moment noch so die viel benutzten Hoster? Smooth Boom, denke ich, spielt auch noch eine kleinere Rolle im deutschsprachigen Bereich. Wie du es schon sagst, so ein bisschen online bist und ja, das fast quasi Monopol hat uploaded. Das ist einfach so. Und dann muss man halt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich denke, die haben ihre Pläne schon in der Schublade und arbeiten an der Umsetzung. Die wissen, dass sie diesen Fall vor Gericht nicht gewinnen können und die werden sich sicherlich schon ausgerechnet haben, wie teuer es werden kann. Entweder das Geschäftsmodell selber kaputt zu machen, was ja jetzt schrittweise passiert, oder aber die Schadensersatzforderungen, dass das dann auf die zukommt. Okay, du hältst uns auf Tarnkappe Info auf dem Laufenden. Ja, gerne. Wenn ich was höre, dann berichten wir sofort darüber. Dann danke ich dir für das Gespräch Gerne. und noch schöne Osterfeiertage. Ja, dir auch. Ciao. Tschüss.